herzlich willkommen, eine neue Folge Let's Play Minecraft mit mir und mit dir und mit euch. Ja, hat sich ein bisschen was geändert zum letzten Mal. Liegt daran, ich habe schon eine Folge aufgenommen und das Problem war, der Ton klang so, als stünde ich in der U-Bahn während der Aufnahme und das konnte ich euch nicht antun, deswegen musste ich die Folge löschen, weil ich leider keinen anderen Wiederherstellungspunkt hatte, konnte ich auch das Minecraft oder meine Welt hier nicht so zurücksetzen, so dass ihr sie wiedererkennt. Ist aber auch nicht schlimm, was haben wir in der Folge gemacht? Wir haben das Haus hier ein wenig fertig gebaut und haben einen Minenschacht nach unten benutzt, weil wir wollten ja Diamanten sammeln und die Diamanten brauchten wir für den Mining Turtle, den ich mir bauen wollte. Und diese Goblins hier, die gehen mir total auf die Nerven, weil die ständig in mein Haus kommen. Das muss ja nicht sein. Ja, Diamanten habe ich aber keine gefunden. Von daher ist das auch alles gar nicht so wild gewesen. Wir werden jetzt noch gemeinsam dann runtergehen und Diamanten suchen. Vielleicht finden wir in dieser Folge welche. Ja, ich weiß ja jetzt, wo ich nicht suchen muss. Ich brauche allerdings auch noch ein bisschen Sand für Glas. Ein bisschen Sand habe ich zwar in der Tasche, aber das reicht mir nicht. Und ich brauche Hühner, denn ich brauche Federn viel mehr. Also die Hühner alleine, die bringen mir gar nichts. Ich brauche die Federn. Und hier von den Kakteen können wir auch noch ein paar mitnehmen. Ach, und wenn wir doch gerade hier in der Nähe sind, gibt es doch sicherlich auch... Genau, da vorne ist noch ein wenig Zuckerrohr. Das nehmen wir mit für Papier. Und da oben sehen wir Kühe. Kühe brauche ich auch. Ich brauche nämlich ein Buch. Und damit habe ich was vor. Und für das Buch braucht man ja Papier. Wie viel haben wir denn? 9. Naja, gut. Die wachsen ja recht schnell nach. Dann passt das Ganze auch wieder. So, ich haue jetzt noch ein paar Hühner tot, wenn ich sie denn finde. Und die Kühe hier vorne müssen auch dran glauben. Da haben wir Leder. Und da vorne sind auch Hühner. Zumindest laut meiner Karte. Dann laufen wir da schnell hin. Einmal übers Wasser rennen. Wie ein bekannter Mann das einst tat. Oder ich teile das Wasser, um da besser durchlaufen zu können. Ja, also persönlich kenne ich den natürlich nicht, ne? So alt bin ich nicht. Hühner! Das seid ihr ja! Ah, aber Moment, doch, ist alles gut. Ja. Boah, bleib hier. Vielen Dank. Und das letzte nehmen wir auch noch mit und dann haben wir doch tatsächlich ein paar Federn. So viele brauche ich gar nicht. Aber nicht schlimm, wir teleportieren uns nach Hause. Und immer wenn ich das mache, passiert Folgendes, dann kriege ich irgendwie Schaden beim Teleportieren. Das ist ja irgendwie auch blöd. So, wir werden unseren Ofen bemühen, dass der ein wenig Glas verarbeitet. Haben wir denn noch Kohle? Müssten wir doch eigentlich haben, oder? Ne, haben wir nicht. Na gut, ich kann nicht schlafen, das sind Monster in der Nähe. Nein, 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 nein! Nein! Also wenn ein Creeper explodiert und das halbe Haus mitreißt, ist das echt blöd. Das muss ja nicht sein. So, was wollte ich denn machen? Die Blätter weg. Die Blätter weg. Ja, also hier ist der Schacht, den wir da abgestiegen sind. Da werden wir jetzt auch gleich hingehen. Wir haben unsere Zäune. Okay. Und hier brauchen wir noch ein wenig Erde. Das brauche ich gleich.
Wie sieht's denn eigentlich so mit Seeds aus? Haben wir da ein paar? Da, die tun wir mal zurück. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir und das nehmen wir. Und Mushrooms, da warte, wir haben doch hier noch eine Kartoffel. Das ist ja quasi auch gut. Okay, wir machen uns ein wenig Papier und wir nehmen einmal das und dann haben wir ein Buch. Jetzt brauchen wir Tinte. Die Tinte finden wir im Wasser. So, hier vorne ist doch schon Tinte. Ach, ich sollte immer ein Boot dabei haben für solche Fälle. Durch Wasser schwimmen ist immer mega nervig. So, Tinte, 3 Stück. Alles klar, vielen Dank. Ja. Dann sollten wir doch unser Vorhaben jetzt einmal realisieren können. So, wir haben das Buch, wir haben die Feder und wir haben das. Dann haben wir Book and Quill. Das brauchen wir. Jetzt brauchen wir noch ein wenig Holz. 4 Stück sollten reichen. Und unsere Seeds legen wir hier rein. Welche sind komplett egal? Dann haben wir ein Agricultural. Achso, wir haben jetzt immer noch keine Kohle. Ein Agricultural Journal haben wir dann. Komm, verbrennen wir einfach erstmal das Holz, dann passt das. Okay. Wir brauchen, ich glaube, das brauchen wir. Dann brauchen wir das hier. Und das hier. Okay. Dann kommt das zurück. Okay, wir wollen das hier bauen. Dann knallen wir das mal rein. Ach, brauchen wir das so, okay. Und noch ein Holz wird benötigt. Um auf das Thema Holz zurückzukommen. Ich weiß natürlich, dass es ein Lied mit Holz gibt. Das war ja auch mehr als Spaß gedacht beim letzten Mal. Na komm, mach das erstmal nochmal weg. Okay. Gut, jetzt können wir es, glaube ich, nein, Moment, wir brauchen noch, wir hatten noch irgendwo Steine, genau, dort. Wunderbar, jetzt können wir uns das Ding auch bauen. Und dann, ach so, aber guck mal, geht auch hier mit. Okay, das ist ja super. Also das brauchen wir, das brauchen wir. Und jetzt brauchen wir auch noch das hier. Und wir machen uns einmal einen Grinder. Grindstone meine ich. Ja. Ein Grindstone. Dafür brauchen wir das, das, das und wir brauchen das, alles klar. Okay, genau anders. Stein, Stein, Stein. Und Cobblestone und Cobblestone. Und wir haben unseren Quarz Grindstone. Den stellen wir mal eben hier ab. Dann machen wir uns einen Wooden Crank. Der kommt da drauf.
und du bekommst das, um die Ausbeute unserer Erze ein wenig zu optimieren, bauen wir das. Und dann geht's jetzt gleich draußen weiter. Ich brauche nämlich das Eisen, weil ich mir gerne einen Eimer machen würde. Obwohl, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Nee, ich glaube, wir brauchen keinen Eimer. Egal, ich bin jetzt hier einmal dran. Dann mache ich das. Ich möchte mir hier draußen neben meinem kleinen Häuschen eine Mini-Ackerfläche bauen, um dort ein paar Lebensmittel anzupflanzen. Denn Lebensmittel sind halt schon wichtig, ne? Hier laufen zwar immer genug Kühe und Schweine rum, dass ich mir was machen könnte, aber so auf Dauer, ne? Wo haben wir da Eisen? Okay. Und auf Dauer wäre das halt schon gut, wenn ich da eine Quelle habe, die ich immer anzapfen kann. So, jetzt machen wir hier auch noch Fenster rein. Und du bekommst auch endlich das lang ersehnte Loch. Gut, dann haben wir da jetzt auch erstmal unsere Behausung soweit fertig. Na, von außen können auch noch Fackeln dran, damit hier Licht gibt. Hier auch. Ah, und wir brauchen noch einmal Erde und zwei Zäune und ein Zauntor. Dann machen wir das. Zwei Zäune. Und wir brauchen Holz. So, so und so. Da haben wir ein Zauntor. Und wir haben noch sicherlich irgendwo Erde gehabt. Hab's doch gerade gesehen. Genau, dort einmal Erde. Und dann können wir uns hier ein wenig absichern. Und das. Sehr gut. Warte mal, das Agricultural Journal hatte ich doch auch. Das kommt hier hin. Hier kommt das Buch rein. Das Buch ist dafür da, dass wenn ich einen Seed analysiere, dann habe ich hier zum einen einmal stehen, wie das so aussieht. Und ich habe hier auch noch stehen, was dabei rauskommt, welches Licht die brauchen, wie das Wachstumsstadium ist und wie ich die ganzen Sachen miteinander verbinden kann. Unter anderem, so, da haben wir noch Potato Seeds. Das ist das, was wir wollten, genau. Und Sinn ist es von Agricraft, ich weiß gar nicht, ob ihr es kennt, also wahrscheinlich werdet ihr es kennen oder vielleicht auch manche nicht. Man kann seine Feldfrüchte so züchten, dass sie ein wenig effektiver sind. Nämlich nicht nur eine Frucht geben, sondern direkt mehrere. Und das ist gut. Also die wachsen schneller und so, also die wachsen zum einen schneller und zum anderen geben sie mehr Ertrag. Um das aber zu machen, brauchen wir Cropsticks. Und diese Cropsticks, die machen wir aus Holz natürlich. Wie auch sonst, ne? Und das Ganze muss man dann miteinander züchten. Also wir müssen Kartoffeln mit Kartoffeln züchten. Und dann hoffen, dass da gute Kartoffeln bei rauskommen. Und diese guten Kartoffeln züchten wir dann wieder mit anderen guten Kartoffeln, um noch bessere Kartoffeln zu machen. So. Diese Cropsticks werden benötigt. Wir brauchen Farmland, warte mal, was ist das? Ach so, mit Agrikraft, okay, ja gut, dann brauchen wir auf jeden Fall schon mal diese Dinger. Ansonsten wächst das nicht. Das braucht jetzt seine Zeit. Wenn wir da mehrere von hätten, wäre das auch super. Wir schauen mal, haben wir schon das ein oder andere Skelett eventuell getötet? Da ist nichts. Hier ist auch nichts.
Sieht so nicht aus, ne? So, Eisen. So, brenn mal weiter, bitte. Das Eisen, das brauchen wir ja jetzt gerade nicht. Legen wir es zurück. Aber es wird Nacht. Wir legen uns hin. Gute Nacht. So, ein Schluck aus meiner Teekanne genommen und weiter geht's. Ja, den Grindstone, den haben wir ja jetzt. Na gut, dann schlage ich vor, gehen wir einmal nach unten und lassen das hier wachsen. Das wäre jetzt schon cool, wenn ich hier ein bisschen was zum Beschleunigen hätte. Wir könnten uns aber auch relativ zeitnah jetzt mal ein Gewächshaus bauen. Das wäre doch auch eine gute Sache. Also bauen wir uns hier irgendwie so ein Bauernhaus, daneben ein Gewächshaus. Da werden wir dann einen Wassertank anschließen und eine Sprinkleranlage. Und die Sprinkleranlage wird dann aus dem Wassertank immer die benötigte Menge Wasser ziehen und die Sachen motivieren zu wachsen. Das wäre auch eine gute Sache. Habe ich nicht bekommen von dir. Okay, schade. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir das auch bauen. Ja, ich meine, wir haben ja noch viele, viele, viele tausende Folgen Zeit, ne, bis wir irgendwann vielleicht mal fertig sind und irgendwann muss man ja anfangen oder irgendwie muss man ja anfangen. Von daher gehen wir jetzt einmal nach unten mit den letzten verbleibenden Äpfeln, die ich habe, und ich zeige euch, wo ich eigentlich schon mal war mit euch. Oder bis wohin ich gekommen bin. Also wir sind hier runtergegangen, das kennt ihr ja. Hier haben wir so ein paar Steine rausgekloppt. Da steht immer noch das Pferd. Und wir haben uns gedacht, wir gehen immer weiter runter. Wir setzen die Fackeln immer links, damit wir auf dem Rückweg immer die Fackeln auf unserer rechten Seite haben müssen. Also man braucht halt irgendein Konzept, ne? Damit wir nicht links und rechts die Fackeln setzen und ich mich so verirre, dass ich hier nie wieder rauskomme. Das wäre schade. So, dann gehen wir hier runter. Da waren wir auch schon. Wir haben alles liegen lassen, wie ihr hier seht. Außer, guck mal, die Kohle, die nehmen wir doch nochmal mit. Weil da haben wir nämlich keine mehr. Also wir haben so gut wie alles hier gelassen, damit wir zeitig Diamanten finden. Ich wollte auch nur runter so auf Ebene 12 bis 15 oder so, um Diamanten zu suchen. So, dann geht's hier weiter. Hier ist auch noch ein wenig Kohle überall. So, die ein oder andere nehmen wir mit. Vielleicht aber auch nicht alles, das dauert zu lange. Ja, ich wollte ja ein Mining Turtle machen. Und diesen Mining Turtle mit meinen Programmen bestücken, die ich schon einmal geschrieben habe. Und die dann quasi mit Pastebin rüberziehen. Jetzt habe ich das in einem Test schon mal gemacht. Und da könnt ihr mir sicherlich helfen. Ich habe, also hier geht's runter, immer die Fehlermeldung bekommen, dass die Connection zu Pastebin, also quasi, dass es nicht geht, also failed. Und da weiß ich nicht, warum das so ist. In der Config habe ich es eigentlich aktiviert, also vielleicht gibt es da jemanden, vielleicht gibt es da jemanden von euch, der das sogar weiß, wie das. Okay. Dense Diamond Ore. Ja, cool. Verdammt. Vielleicht gibt es ja jemanden von euch, der weiß, wie ich das irgendwie so aktivieren kann, dass das funktioniert. Boah, dieses Scheißwasser, ne? Das geht mir so derbe auf die Nerven. Geh doch hier hoch, bitte. Mein Gott. Okay, ich habe jetzt Diamanten. Ja, habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, aber okay, dann nehmen wir das mal. Ja, was ich gerade erzählt habe, ist, also vielleicht wisst ihr, warum das so ist. Wie kann ich das aktivieren, dass das doch funktioniert mit Pastebin? Ich hatte irgendwie, habe das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Gut.
da sind wir jetzt erstmal. Wir nehmen den Teleporter nach Hause. Das war echt klasse. Da habe ich jetzt irgendwie so spontan echt nicht mitgerechnet. Was ich aber doch noch brauche, das fällt mir gerade ein, ist, warte mal, war das so? Genau, Iron Bars. Nehmen wir halt eine davon, dann haben wir eine Handrake. Und die braucht man, da haben wir zwar jetzt viel Eisen für ausgegeben, aber das hat einen riesen Vorteil. Und zwar brauchen wir diese Handrake dafür, wenn hier keine Kartoffeln wachsen, sondern Unkraut. Dann haben wir diese Rake und können mit der Rake das Unkraut entfernen und dafür brauchen wir die. So, irgendeinen Anzeigebug habe ich aber hier, weil da steckt ja eigentlich so ein Cropstick drin. Aber irgendwie, keine Ahnung, will er nicht. Ja, wir haben Diamanten. Und, ach nee, verdammt, wir brauchen ja noch mehr Eisen für unseren Turtle. Hier haben wir noch so ein paar Oak Saplings. Die setzen wir auch mal hier hin. Damit hier auch wieder Bäume wachsen, die ich abholzen kann. Gut, und dann werden wir uns auch jetzt demnächst irgendwann mal eine zweite Etage bauen. Denn der Platz ist ja echt bescheiden. Das Ganze mit Rubberwood versehen und Oakwood. Ja, das ist der Plan, was wir dann machen. Ich höre Schleim. Und ja, wie gesagt, kommentiert mal bitte, wie das sonst noch so funktionieren kann mit Computercraft. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber in der Config steht eben drinne, dass, also steht das alles auf True und Pastebin ist auch quasi auf der Whitelist, sodass das eigentlich funktionieren sollte, geht aber trotzdem nicht. Na gut, ja, jetzt so eine Ferndiagnose zu stellen ist auch immer schwierig. Keine Ahnung, vielleicht kriege ich das irgendwie hin. Ich habe aber auch die Programme, wie gesagt, nicht gefunden, ne? Also auf meinem Computer. Ich kannte das eigentlich, da wird irgendwo ein Ordner abgelegt mit einem Turtle oder mit einem Computer drin, also mit dem Namen dessen oder mit der Nummer. Und dann sind da die Programme drauf. Aber irgendwie ist das ja jetzt alles anders geworden mit den Add-ons, mit den Mods. Also keine Ahnung, werde ich mal irgendwann mal intensiver suchen müssen, es sei denn, ihr wisst jetzt spontan, wo ich auf meinem Computer die Computer aus dem Spiel finde und da die Programme drauf speichern kann. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das wäre gut, wenn ihr mir das verraten würdet, wäre das ja ein Traum. Und noch eine andere Sache, ihr seid jetzt knappe 23 Minuten dabei und habt noch immer nicht aufgegeben, das ist lobenswert. Ihr habt ja jetzt gehört, hier ist jetzt relativ wenig Musik drin. Und das liegt aber einfach daran, dass Minecraft die Musik nicht immer so startet, wie es soll, sondern irgendwie nur punktuell. Wollt ihr denn mehr Minecraft-Musik hören? Sagt das einfach mal, dann werde ich gucken, dass ich die irgendwie nachträglich noch einspiele. Man kann sich ja sicherlich den Minecraft-Soundtrack irgendwo runterladen und den dann einspielen. Ja, also kommentiert doch einfach mal, habt ihr Bock, Minecraft-Sound noch in-game zu hören? Ja oder nein? Das dürft ihr dann einmal kommentieren. So, und für unser weiteres Vorhaben fangen wir dann jetzt auch schon mal an, die zweite Etage auszubauen. Aber auch das konkret erst beim nächsten Mal. Gut, das ist das, was wir machen wollen. Wir warten jetzt noch auf unsere Cropsticks und dann gucken wir mal, ob es Nacht wird und ich ein paar Skelette töten kann. So, Potato Seeds, die wachsen. Ah, ich hatte doch noch mehr Potato Seeds, oder? Oder hatte ich keine mehr? Hatte ich nur den einen? Ja, je mehr man hat, desto besser ist das, ne?
Wir brauchen erstmal 4 Potato Seeds, damit die quasi im Crossbreeding-Verfahren miteinander harmonieren. Mandrake, da, Potato Seeds, siehst du? Da können wir die doch auch schon mal einsetzen. Aber die Crop Six habe ich jetzt nicht dabei. Okay, da sind die Crop Six und die Potato Seeds, die haben wir auch. Dann kommt das einmal in mein Agricultural Journal, damit wir auch wissen, was das für ein Seed ist. Okay, und dann kommt das hier hin, nachdem wir das Ganze mit einem Crop Six versehen haben. Okay, also das wächst, 85%, das noch auf 0. Hier muss man immer gucken, dass da eben kein Unkraut sich entwickelt, weil das kann nämlich dann auf die angrenzenden Feldfrüchte übergehen und macht die dann kaputt. Deswegen gibt es diese Handrake, um das Unkraut zu vernichten. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Guckt beim nächsten Mal wieder zu, da geht's weiter und kommentiert fleißig. Wenn ich die Zeit habe, werde ich antworten, habe ich aber im ersten Video auch. Und ja, also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.